Ajo, was geht, Freunde? Ich am Start für euch. Herzlich willkommen zu einem erneuten Projekt, meine Freunde, und zu einem erneuten Let's Play. Ja, wir spielen. Nein, so heißt das Spiel nicht. Wir spielen Silent Hill 1, meine Freunde, auf der PlayStation 3. Ich habe das vor langer, langer Zeit, ich glaube 2012, mal aus dem Store gezogen. Hab's immer noch seit Jahren auf der Platte. Und wollte es eigentlich schon seit einem längeren Zeitraum spielen, so, hier nicht abbrechen. Seit einem längeren Zeitraum spielen, ich möchte euch hier was zeigen. Ihr seht hier Continue und Load. Boah, dieser Sound. Ihr seht hier, okay, schon mal ein Let's Play gestartet. 2 Stunden 48 Minuten. Das war allerdings, ich glaube, sogar noch letztes Jahr irgendwann. Oder noch früher, ich weiß gar nicht. Da hatte ich, glaube ich, diesen Kanal gar nicht mehr, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Jedenfalls werden wir heute hier ein, ja, brandneues Spiel starten. Ich muss kurz mal gucken, okay, ist es auf Deutsch eingestellt, Vibration aus und so weiter. Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr krass drauf. Ist auf jeden Fall jetzt seit längerem ein weiterer Silent Hill Teil, den ich Let's Playe. Ich wollte eigentlich davor schon Sheldred Memories machen. Hab's eigentlich auch gemacht, hab's auf meiner Dex gespielt, also auf meiner gejailbreakten PS3. Hab bereits schon 2 Folgen aufgenommen, allerdings ist dann irgendwas passiert, wo, sage ich mal, mein ganzer Spielstand futsch gegangen ist und dementsprechend war ich dann abgefuckt und hab das ganze Projekt dann gelöscht. Will ich dann wahrscheinlich auch irgendwann mal machen, aber dann werden wir wahrscheinlich auch die originale Version auf der PlayStation 2 spielen, die habe ich ja auch noch rumliegen. Und jo, da würde ich sagen, wir quatschen nicht lange rum, sondern wir legen direkt los. Ich würde es auf easy spielen, weil das Spiel ist schon sehr schwer und ich bin der Pussy. Ich würde sagen, wir starten. Jetzt gibt's erstmal eine Cutscene. So, ich habe mir neben mir, jetzt habe ich mal ein schönes Gläschen Kakao hingestellt. Das werde ich jetzt im Laufe der Folge trinken. Und ich denke mal, die Folgen werden sich so 40 Minuten beschränken, 60 höchstens. Aber die meiste Zeit, sage ich mal, ein bisschen weniger, weil ich möchte das Spiel, bin ich ehrlich, auf jeden Fall auch genießen. Und hier nicht, keine Ahnung, in 3, 4 Folgen durch sein. Also das natürlich hier, ne? Kennt man ja nicht, war wieder hier, so, keine Ahnung, Call of Duty mit 4 Parts durchspielen, habe ich noch nie gemacht, Kappa. Auf jeden Fall so, wir spielen das Ganze, wie gesagt, auf der PlayStation 3, es ist im Vollbildmodus eingestellt, so gut es geht. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich hier oben links, oben rechts so eine Art Schwarz sehen, weil es einfach, ich glaube, Schritte, jo, ich glaube von der Auflösung her 800x600 war, weil die PlayStation 1 damals einfach auch nichts mehr geschafft hat. Aber nun, jo. Das ist die gute Cheryl, a.k.a. Im dritten Teil Heather. Ne, das ist, ja, das ist Cheryl. Das ist sozusagen Heather in Mini-Version, weil wir haben ja den dritten Teil gespielt. Und der erste Teil ist sozusagen eigentlich Teil 1 und Teil 3 ist eigentlich Teil 2. Sozusagen. Also, weil alles, was im Teil 3 passiert, ist im Teil 1 geschehen und, ja. Im ersten Teil spielen wir den Vater, im dritten Teil spielen wir die Tochter. Aber naja. Den dritten Teil haben wir auch Let's Played. Schon ein bisschen länger her, aber den habe ich auch auf meinem Kanal in einer Playlist, den ihr euch gerne angucken könnt. Da war die Qualität jetzt nicht so gut wie jetzt. Da habe ich das Ganze noch über OBS aufgenommen, halt alles zusammen mit Facecam. Und jetzt nehme ich ja Gameplay und Tonspur separat auf. Dass ihr da Bescheid wisst. Und jo. Ist natürlich sehr verpixelt, ne, man kennt's. Aber ich glaube, bei euch jetzt in der Aufnahme sieht es auf jeden Fall, glaube ich, hübscher aus als jetzt bei mir am eigentlichen Monitor. Weil, ja, auf dem Handy sind die Pixels oder so alle ja ein bisschen kleiner und jetzt hier bei mir alles oder so ein bisschen. Jo. Was haben wir denn hier? Ja, das ist ein Stück eines Hundes, beziehungsweise. Das sah schon, also ich muss ehrlich sagen, das sah für damalige Verhältnisse. Sah das echt brutal aus, also das war schon, also der Violent Gore-Effekt, der war schon da in Silent Hill 1. Na gut, wir konnten jetzt damals jetzt natürlich nicht solche Effekte machen wie jetzt heutzutage mit der PlayStation 4 oder Xbox One. Das haben die Komponenten damals einfach in den späten 90ern oder auch in den Anfang 2000ern einfach nicht hergegeben. Dementsprechend, jo.
Ja, es wird sehr dunkel. Naja, das ist immer noch besser, das stimmt. Ein Feuerzeug kann man immer gebrauchen. Ja, jetzt beginnt sozusagen hier die Parallelwelt. Was haben wir denn hier? Ein kaputter Rollstuhl, wie kommt der hierher? Ja, das ist eine Frage. Bro, das hast du nicht in Silent Hill Fragen. Das ist... Das passiert, Digga. Hier fallen Affen vom Himmel, Alter. Und du weißt nicht, wieso. Überall Blut. Ja, der Gore-Effekt ist hier wirklich schon krass. Also sehr, sehr krass. Ich habe auch noch Resident Evil 2 auf der Festplatte. Den ersten Teil weiß ich gar nicht, ob ich den hab. Den habe ich auf der PS3 in der HD-Version Teil 2. Gibt es eigentlich auch in der HD-Version, aber... Den werden wir dann auch original und vielleicht mal geremaked spielen, irgendwann mal. Teil 3 habe ich gar nicht. Und Teil 4 habe ich auch nochmal für die PS3. Aber Resident Evil ist scheißegal. Das Wichtige ist jetzt Silent Hill und... Ach du lieber Himmel. Was ist denn das für ein Vieh? Und oh nee, Mine, oh nee, 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 nee. Lasse mich in Ruhe, du Hurensohn. Verpisse dich. Lasse mich, nein. Mache dich vom Acker, Junge. Verpiss dich, du Huren. So. Nein. Das Spaß. Ein Zaun versperrt den Weg. Ja, ein Zaun versperrt den Weg. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist uns eigentlich töten lassen, weil wir können... Komm schon, fress mich, sehr schön. Lass mir, komm. Lutsch, lutsch, lecker, lutschi, lutschi. Wer will als nächstes? Hier, komm, du. Sehr schön, lass es dir schmecken. Ja, dreifacher Penetration. Na gut. So, und jetzt sind wir am Arsch. Und jetzt machen wir auf. Und ich muss die Fresse halten, weil wir haben 6 Uhr morgens und alle pennen. Und es ist immer noch dunkel, ne? Der Winter nähert sich. Katzin. Was I dreaming? How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess. Glad to hear it. You from around here? Why don't you tell me what happened? Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation. I just got here. I don't know what happened. I'd like to find out myself. Uh-huh. Have you seen a little girl? Just turned 7 last month. Short, black hair. My daughter. Sorry. The only person I've seen in this town is you. Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, something bizarre is going on. That's all I know. Hmm. What's your name? Harry. Harry Mason. Sybil Bennett. I'm a police officer from Brams, the next town over. The phones are all dead, and the radio too. I'm going back to call in some reinforcements. Hmm. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. No way. It's dangerous out there. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. I can't just leave her out there by herself. Have you got a gun? No. Take this, and hope you don't have to use it. Now listen to me. Before you pull the trigger, know who you're shooting. And don't do it unless you have to. And don't go blasting me by mistake. Got it?
Yeah, thanks. You do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Na gut, die nette Dame, die Sibyl Benetici, ja, Penis. Naja, auf jeden Fall, jetzt haben wir eine Knarre bekommen, wenn wir jetzt, ich glaube, nee, Select war das. Drücken können wir die auswählen und ansonsten haben wir gar nichts. So. Es gibt hier in der Nähe ein Einkaufszentrum, wo wir ein bisschen Munition finden, ich weiß aber nicht mehr ganz genau wo. Ist ein Flipper, nichts Ungewöhnliches. Spiel doch mal eine Runde, der Job, vielleicht schaffst du Weltrekord. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier als erstes Tonikum, ganz wichtig. Heilung, eine Taschenlampe. Eine Map. Uiuiui, da war etwas Ekelhaftes. Etwas sehr Ekelhaftes. Und ich muss sagen, ich habe seit Tagen irgendwie... Ja, oh Gott, meine Augen. Oh. Übelste Augenschmerzen, also wirklich, es brennt, es fuck. Ich glaube, ich habe einfach in der letzten Zeit einfach viel zu viel gezockt. Und, naja, deshalb eigentlich pure Abfuck. Also wirklich, ich muss immer so ganz, ganz stark zwinkern, um das zu unterdrücken. Ich habe so, die sind richtig trocken, also richtig gerötet auch, aber trotzdem, man muss arbeiten, man muss aufnehmen, selbstverständlich. Dementsprechend, ja. Nehmt doch das scheiß Radio, Mensch. Was? Okay, es ist kaputt. Ah, so kaputt ist es nicht, mein Freund. Seid ihr da mal, was das angeht, nicht so sicher. So, dann verpissen wir uns mal. Und jetzt, ah, ist wohl doch nicht kaputt. Wie war das? What's that? Huh, Radio. What's going on with that radio? What's going on with that radio? This is a good question, my friend. Because it is a... Zeich, was, ja, was heißt Zeich auf Englisch? Mein Englisch ist so scheiße, das konnte ich gar nicht vorstellen. Oh Gott. This is not a dream. What's happening to this place? It is a tip that enemies are in your near. So, Kanaken Englisch ist da, so Tipp. Versteht man überall, auf jeder Sprache, muss man nicht erklären. So. Jetzt, ich weiß nicht mehr, wo alles ist, also es gibt wirklich hier in der Stadt sehr, sehr vieles aufzusammeln, ich werde nicht alles aufsammeln. Wohin könnte Cheryl gewesen sein? Ich denke, ich sollte diese Gasse noch einmal durchsuchen. Ja, das sollten wir machen. Das ist dieser Store da oben. So, haben wir hier erstmal ein bisschen Munitionszugs. Meine Augen. Wenn wir jetzt nach vorne laufen, auf entspannter Basis, warte, da könnte eventuell irgendwas in den Ecken sein. Rein theoretisch. Nee, aber gucken muss man immer. Jetzt hier vorne rechts müsste das hier. Müsste ein Store sein oder ein Geschäft, wo wir rein theoretisch rein könnten, weil da noch ein paar schöne Sachen drin sind. Und Tatsache, es ist dieser Store. Ich habe den damals im ersten Durchlauf ständig gesucht, nie gefunden. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich den wieder finde. So, da haben wir auf jeden Fall hier ein bisschen ganz, ganz wichtig. Komm, nimm das. Ein paar Tonikumflaschen. Hier eine. Oh Gott, und hier eine. Und da haben wir hier, glaube ich, hier vorne nochmal ein Erste-Hilfe-Verbandszeug, sehr wichtig. Okay, Munition liegt hier nicht mehr rum, der Laden ist leider komplett leer. Ja gut, nicht ganz. Und hier ist halt, sag ich mal, nochmal ein Block zum Abspeichern. Aber müssen wir jetzt nicht tun, weil ne, wir haben gerade erst angefangen. Wie gesagt, die Folgen, die werden sich so auf circa 20, ja gut, 20 ist jetzt ein bisschen zu kurz, auf jeden Fall eine gute halbe bis dreiviertel Stunde begrenzen. Einfach weil ich, sag ich mal, die Games, also das Spiel vor allem auf jeden Fall wieder mal ein bisschen mehr genießen möchte und, jo, man muss halt nicht alles auf einmal rausballern, ne? Das ist ein Spiel, das sollte man mit Genuss spielen und nicht irgendwie mit, ach, das ist unser Wagen.
Der hat... Oh, ein Tonikum, geiler Scheiß. Der hat auf jeden Fall was Mieses erlebt. Oh, das ist... von da kommen wir ja. Das ist natürlich scheiße, da müssen wir jetzt nicht hin. Wir müssen jetzt hier geradeaus. Und jetzt glaube ich nach... Wo war die Scheiße? Ach, rechts und dann nach links. Okay, gut. Titi to tita ta 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 chop tap tap. Tontin jan jan jam dim dum 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 dum. Verpiss dich, du Hurensohn. Verpiss dich, verpiss dich. Du bist keine Munition zu verschwenden wert, mein Schatz. Du elendiges Schwanzgesicht. Oh ne, keine Küters, verpiss dich, Wuffi Wuff. Wuffufinus, verpiss dich. Weg mit dir. So, hinfort. Okay. Na, ja, vielleicht ist immer noch da. Schmecken lassen. Köstlich, schmächtlich. So. Dann. Oh, Nase rotzt. So, dann erstmal hier rein. Jack. Und, warte mal, hier erstmal so ein bisschen Munikchen. Kann man immer gebrauchen. Dann mal hier zur Schule. Yep. She's at the school. Das gesagt, Alter. Ja, genau. Midwich Elementary Cox School, Alter. So, dann mal hier erstmal Brecheisen. Ich glaube, ich habe das noch nie benutzt. Brecheisen, sage ich schon. Brecheisen wäre noch schön Stahlrohr, natürlich. Mal Buchumschlag dieses Bilds. Das bin ich. Das Bild im Malbuch, das ich jetzt zum 5. Geburtstag geschenkt habe. Er schenkt dir ein Malbuch, Digga. Oh mein Gott, Alter. Hast du kein Geld, hier irgendwie Spielzeug zu kaufen? Er schenkt dir ein Malbuch. Bruder, was bist du für ein armer Sack? Aber okay, wie man so schön sagt, das heißt, es kommt von Herzen, das ist ja das Wichtigste, ne? Ja, was habe ich zu meinem 5. Geburtstag bekommen, Digga? Ich habe damals keine Ahnung. Gute Frage, was habe ich zu meinem 5. Geburtstag bekommen? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, Digga. Locker irgendein Spiel für die Playstation. Hundertprozentig, verpiss dich. Och, du hässlicher. Cannabisknödel, Alter. Lebst du immer noch? Okay, der rührt sich nicht mehr, gut. So. Verpiss dich. Okay, gut, also. Wir müssten jetzt rein theoretisch... Könnten wir, wenn es so wäre, auf direktem Weg dorthin. Problem natürlich ist, wir spielen hier Silent Hill. Und in Silent Hill kommst du niemals auf direkten Weg irgendwo hin. Das sollte uns, glaube ich, nach Origins klar sein. Verpiss dich. Ja, ne, wisst ihr Bescheid. Jetzt müssen wir 1000 Umwege machen, bis wir überhaupt dorthin können. Weil die ganzen Straßen von, ja, einfach durchgenudelt sind wie eine Katja Kachmawitsch. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Na jo. Ich laufe jetzt einfach geradeaus, weil da vorne ist gleich, glaube ich, ein Bullenwagen. Welcher den ersten Schlüssel haben müsste für ein Haus, dessen Haustür drei Schlösser hat. Da war die Frau, glaube ich, ein bisschen zu paranoid. Wo zur Hölle ist die Wichse? Digga, wie lange ist dieser Weg, bitteschön? Jetzt, hier. Guck da. Hier haben wir den ersten Schlüssel. Ach du dreckiges Bastardvieh. Kelleck, hier schön in die Fresse. Was ist das? Sind das Dinosaurier, Alter? Sind die doch nicht ausgestorben, Alter? Haben sie sich in Sandel verkrochen, als die scheiß Meteorit reinkam oder was? Na jo, ich glaube, die Dinger gab es, glaube ich, auch nur im ersten Teil. Also ich habe die in weiteren Teilen habe ich die gar nicht mehr gesehen. Ist auch nicht wieso. Na gut. Ob hier jetzt irgendwie, sage ich mal, irgendwelche Heiltränke sind und irgendwie Munition, keine Ahnung, ich kenne die Stellen alle nicht auswendig. Wie gesagt, ich habe Silent Hill 1, bin ich ehrlich, nie wirklich durchgespielt. Ich habe es immer gern gezockt, ich habe es auch immer wieder gern angefangen.
Sei es jetzt hier irgendwie auf einen Emulator. Oder irgendwie, keine Ahnung, allgemein auf irgendeiner Plattform. Aber es ist ein Spiel, das habe ich nie wirklich irgendwie durchgehauen. Eigentlich schade, weil das Game sehr geil ist. Ich schaue mich hier gerade um, ob hier eventuell irgendwie noch etwas zu saufen ist oder sonst was. So, soweit ich weiß, ist jetzt hier ein langer Gang. So lang wie mein Penis. Wo der zweite Schlüssel drin ist. Der muss hier irgendwo gewesen sein. Ich brauche jetzt diesen Zettel nicht. Also diese ganzen Stellen, wo die sind, die konnte ich mir noch so mal gut merken. Also halbwegs merken. Hier in solchen Gassen würde ich euch empfehlen, auch da immer mal reinzugucken, weil da könnte auch ab und zu mal immer irgendetwas luschern. Man weiß halt nie. Und in Silent Hill, wissen wir auch seit Origins, ist es wichtig, dass wir wirklich versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen. Weil Munition sowie auch Heiltränke sind wirklich deine Eichel wert. So, dann haben wir hier als erstes. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist witzig, guck mal. Da haben die Kinder einfach mal ein bisschen Basketball mit dem Hundekopf gespielt. Also, ein Hundekopf, ganz genau. Kann man machen, also wenn man keinen Ball hat. Natürlich, da würde ich jetzt auch zu meinem Moglinarius rennen, den Hurensohn ist. Ey, Mogli, gib mal den Schädel. Würde ihn den Schädel abpacken und dann gibt es erstmal eine Runde Basketball. Ne, kennt man. Ist natürlich Standard. Finde ich aber, ich sag mal so, für damalige Verhältnisse war das schon eklig. Wie gesagt, wir reden hier von 1999. Also das Game hat schon ein paar Jährchen Elfenbüttel. So, jetzt lohnt es sich nicht wieder zurückzugehen. Und zwar, obwohl, ist eigentlich scheißegal, komm. In der Levin's Cox Street müssen wir so oder so rein. Von daher juckt es nicht. Also, jetzt mal nach links. Das Gute bei Silent Hill ist ja, ne, bei den Spielen, da ist ja nicht durchgehend irgendwie von irgendwelchen Sprechern oder Zwischensequenzen unterbrochen. Da kannst du einfach zocken und nebenbei was plaudern, weißt du. Aber jetzt hier, warte mal, Levin's Street. Okay, noch eins weiter. Obwohl, ich muss, glaube ich, nach links und nach rechts. Aber wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, ein COD-Spiel spielst, die quasseln ja durchgehend, da kann ich halt wirklich nicht viel reden und dann konzentriere ich mich halt wirklich auf den Gunfight, um nicht zu sterben, weil auf Soldat sind die Spiele schon etwas knackig. Und ja, dann endet das Ganze halt, hat das in einem nicht wirklich großem Gelaber aus und das regt mich natürlich selber ab und zu mal auf, aber was willst du machen? Es ist halt COD und da kannst du halt nicht viel quatschen. So, wenn die labern, so, dann labern die. Dann hast du gefälligst die Fresse zu halten, wisst du? Aber jetzt so bei Silent Hill, wo jetzt verpiss dich, du Unsinn. Wo jetzt einfach nur so ein paar, um Gottes Willen, ein paar Zigeunerviecher rumfliegen. Da kannst du dir einfach erlauben, so wirklich teilweise Lebensgeschichten zu erzählen, weil es wird halt nichts kommen. Verpiss dich gefälligst. Ich will diese Kanackenviecher, Alter. Richtige Tollgas. So, wenn ich jetzt hier nach vorne gehe. Ganz nach vorne. Warte mal, wo war das? Levin Street. War das links? Boah, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Wir müssen uns ein bisschen durchschauen. Also ich weiß, dass wir in der 11th Street irgendwas, warte mal, machen müssen. Ich weiß aber nicht mal was. Okay, sind wir schon mal falsch. So, in der Lavinius Street, also in der Straße, wo wir gerade sind, gibt es eine Dorkhütte. Ich frage jetzt nur, wo ist diese Pisse? Ach, da ist sie ja. Da. Diese Hütte. Problem ist, der Zigeuner, den wir hier gerade steuern, der weiß davon noch nichts. Wir müssen den erstmal dazu bringen, dass er davon was erfährt. Dementsprechend muss ich jetzt hier ganz nach vorne laufen.
ganz nach vorne. Da bin ich hier erstmal auf der Seite. Nee, doch nicht hier. Auf irgendeiner Stelle war das doch irgendwo, oder? Komm schon, enttäusch mich jetzt bitte nicht. Ah, etwas zum Heilen. Heilung. Komm, ehrenwert. Ah, Hals juckt, das ist so. Nein, verpiss dich. Nicht gut, Hundi, nicht korrekt. Ich weiß gar nicht mehr, wo dieser Scheiß ist. Ich muss jetzt, glaube ich, ein bisschen rumlaufen, um das herauszufinden. Aber das werden wir schon noch finden. Gibt es hier irgendwo auf dem Boden ein paar Zettelchen? Und wenn wir die lesen, dann wissen wir Bescheid. Okay, gut. Ich überhaupt richtig? Oder ich bin ja komplett falsch. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo war denn das? Bin ich komplett behindert? Wo war das? Rechts war es nicht. Verpiss dich. Links war es aber auch nicht, glaube ich. Oder war es links? Und bin ich gerade einfach zu... Doch, links war es nicht, rechts war es nicht. Vielleicht war es einfach geradeaus? Keine Ahnung mehr. Wie gesagt, ich weiß es echt nicht mehr. Da, doch, hier war es. So. Oh Gott, meine Eier. Ah, Hundehütte, 11th Street, so. Wissen wir Bescheid. Okay, hier auf der Seite ist auch nichts mehr. So, dann war das jetzt hier so rechts, glaube ich. War es wieder bei dieser verrückten Alten. Nur alte Tussis mit 90 Jahren haben halt Hunde. Hier in Silent Hill. Davon wissen wir Bescheid. So, wo ist jetzt diese scheiß Hundehütte, Mann? Okay, gut. Verpiss dich! Aber warte, was mich interessiert, ich kann mich doch erinnern, dass hier irgendwo... Weg machst du dich von dem Acker hier, Alter. Dass hier noch irgendwas war, dass wir sozusagen so einen Mini-Weg einschlagen. Alter, ey, jetzt hast du es zu weit getrieben, Bro. Komm ruhig hier. Kleiner dreckiger Bastard, Alter. Missgeburt. So ein Mini-Weg auf der Seite war, wo wir halt einfach, sage ich mal, auf entspannter Basis ein bisschen was einsammeln konnten. Aber ich glaube, das war sogar auf der anderen Seite. Ich weiß es nicht mehr. Juckt mich jetzt aber auch nicht. Ach, nicht noch einer, Mann. So. Ne, Hausschlüssel. Sehr schön. Ich glaube, haben wir alle drei? Nee. Wir haben nicht alle drei. Aber okay, die werden wir gleich finden. Bei 29 Minuten bin ich schon. Okay, gut, das geht noch. Ich glaube, bis zum Dingens, bis zum Hospital werden wir es noch schaffen. So. Na komm, nehmen Sie auf. Ich weiß. So, jetzt. Na, eine fehlt noch. Dachte ich mir schon. Also, wo ist die dritte? Die war da vorne rechts. Okay, gut, da weiß ich Bescheid. Ich habe das komplett vergessen, wo die Scheiße war. Komplett vergessen? Oh Gott, oh Gott. So, jetzt nochmal. Also. Geradeaus, rechts, links, geradeaus nach rechts. Also rechts. Dann hier nach links, jetzt ein ganzes Stück geradeaus. Ich hoffe einfach nur, dass meine Scheiß Umwelt sich aufwacht, Digga, weil wenn doch, bin ich gearscht.
Obwohl, ich hätte die schon stöhnen gehört, Digga. Als hätte die einen zehnfachen Orgasmus. Und die hat mir den Schlüssel weggenommen, die Ziege, Alter. Das bedeutet... Scheiße. Also, wenn die reinkommen sollte, werde ich die jetzt auf jeden Fall gleich anschreien. Problem ist, ich kann die Tür nicht mehr zumachen. Das ist natürlich auch scheiße. Das ist ja Hurensohn, mein Freund. Das ist ja Hurensohn. So ein bisschen weiter nach vorne. Piep, 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 piep. So. Jetzt sehe ich ja genau diese Seite. Das habe ich gesucht. Da war der dritte Schlüssel. Noch ein schönes Toniconius. Das Gute ist, dass die PS1 damals keine gute Berechnung hatte. Wir haben nur einen Gegner auf einmal. Hätte auch ein bisschen schneller gehen können, aber noch hin. Aber ich hoffe, dass die Audioqualität okay ist. Ich habe das Mic schon relativ nah am Mund. Aber ich muss da wirklich leise reden, so. Ich hoffe, dass das okay ist. Und was? Der Pegeleinschlag scheint ganz okay damit zu sein. Okay, die nächste. Weg mit dir. Oh, meine Augen. Du lieber Himmel. Ach, du dreckiger Schwanzlutscher, Mann. Mein Gott. Ey, muss ich euch wirklich töten, Alter? Meine Fresse, Mann. Hobbyloser Hurensohn, warte, komm her. Willst du nicht? Gut. Besser für dich, warte mal. Ich verwechsel das immer so. Ich bin auf braun. Bin ich jetzt wieder grün? Okay, gut. So, also. Jetzt nochmal. Gut, hier einfach vorne oder links. Wo ist hier die Dorkhütte? Da. Chuck, perfekt, sehr schön. Oh, gut, meine Nase. So, sehr schön, Harry Mason und Mason. Harry Mason. So, öffnen Sie die Türe. Vogelscheuchenschlüssel, Vogel deine Mutter. Was? Es wird schon wieder dunkel, yep. Bei mir wird's hell. Ganz genau, mein Lieber, ganz genau. Oh, lecker Tonikum, sehr wichtig, sehr, sehr schön. Toniconius ist immer etwas Saftiges. Ich finde allgemein so paar PS1-Klassiker zu zocken, das ist natürlich Pflicht. Ja, Silent Hill, Resident Evil, Medieval, Final Fantasy, oder ein oder andere Shooter, wie zum Beispiel Medal of Honor, oder was gab's da noch, Alien, die Wiedergeburt, oder sonst noch was. Also es gibt schon ein paar gute, ja, auch Shooter und so weiter für die PlayStation 1. Oder hier Gran Turismo, Need for Speed, 3 Hot Pursuit. Was gibt's noch? Es gibt Tekken 3, es gibt wirklich, die PlayStation 1 hat sehr viele Klassiker. So, jetzt, ich glaube, das war links, oder? Yep. Ich mache jetzt mal das Licht aus. Aber wollen ja scheiß drauf kommen. Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Jetzt bei, ich weiß, hier müsste jetzt irgendwo, oh Gott, ein Bus sein. Irgendwo auf der Straße. Ich weiß nicht mehr wo, nein, aber irgendwo müsste einer sein. Die. Gut, die Autos parken eh meistens rechts von daher. Alles cool. Ich frage mich, ob eines davon überhaupt funktioniert oder ob alle am Arsch sind. Weiß man ja nie so ganz.
Fülle, wir sind da. Willkommen in der Pimmel High School. Weg. Ich muss doch sagen, ich bin persönlich auch ein großer Fan des Films, vor allem des allerersten Films. Revelations oder Revelation Wolf, wie der hieß, also auf jeden Fall Teil 2, welches ja den dritten Teil verfilmt, bin ich ehrlich, fand ich scheiße. Fand ich total langweilig. Aber das erste Silent Hill, der erste Silent Hill Film, den fand ich wirklich grandios. Den habe ich auch irgendwann mal bei, habe ich mir mal günstig, was heißt günstig, ich habe mich auf einer Shop-Seite angemeldet. Und da konntest du als Begrüßungsgeschenk, das war eine richtig geile Shop-Seite, als Begrüßungsgeschenk konntest du dir eine Sache aussuchen, zum Beispiel einen Film oder sonst was, was du haben wolltest. Da habe ich so durchgescrollt und habe ich Silent Hill entdeckt. Da dachte ich mir, kranke Scheiße, Digga. Nehme ich gerne mit. Es ist mir Buch geschrieben, 10. Alchemielabor, Gold auf der Handfläche eines alten Mannes, die Zukunft verborgen in seiner Faust, gegen das Wasser des Weißen austauschen. Okay, gut. Na gut, das ist schon mal ein Hinweis. Was ist das? 12. Ein Ort mit Sang und Klang. Ein silberner Wegweiser ist ungenutzt. In verschollenen Sprachen erwacht beim verfügbaren Befehl. Okay. 5. Dunkelheit, was die erstickende Hitze bringt. Flammen besiegen das Schweigen und wecken die hungrige Bestie, die Tür der Zeit öffnen, um Beute zu locken. Meine Leseskills sind grandios, Kappa. Ich habe so wenig in meinem Leben gelesen, dass ich einfach nicht gut lesen kann. So, ich bin, wenn ich ehrlich, überhaupt kein Lesefreak. So, überhaupt nicht. Verpiss dich. Ich glaube, das haben die damals rausgeschnitten. Und zwar, eigentlich sind das Zombie-Kinder. Eigentlich. Aber die haben sie durch diese Viecher ersetzt. Und Alter, ich schieß doch auf den Junge. Stirb. Okay, gut. Wo ist denn hier der Speicherpunkt? Ich würde gerne speichern. Oder habe ich das übersehen? Kann natürlich auch gut sein. Wo war hier das Speicher? Oh, Gottes Willen. Ein Viech in der Toilette. Schlimmste, was es gibt. Hier ist gar nichts mehr. Das ist verschlossen. Ist das hier vielleicht offen? Das ist auch zu. Digga, ist hier überhaupt mal was offen hier? What the fuck? Was ist denn das? Warte mal, ich glaube, ich habe das übersehen. Ich gehe nochmal raus. Junge. Ich kann mich erinnern, dass da hinten. Junge, wo bin ich denn hier? Oh, meine Fresse. Achso. Das da vorne. Alter. Wie die mich ja verprügeln. Was ist denn das? Irgendein Speicherblock war. Oder? Oder bin ich dumm? Nee. Tatsächlich nicht. Aber war das im Warteraum? Auch nicht? Okay, ich bin doch nicht behindert. Ah. Okay, das ist interessant. Das ist, glaube ich, hier der Gemeinschaftsraum für die Lehrer gewesen. Oh, guck da, Munition. Jo, statt Pralinen Munition kann man machen. Was ist denn das? Weiß nicht, wer es gezeichnet hat, aber es sieht äußerst geschmacklos, ne? Naja.
Geschmäcker sind verschieden, mein Lieber. Geschmäcker sind verschieden. Okay, die ist abgeschlossen. Aber warte mal, das ist jetzt noch der erste Bereich. Da schaue ich mir den hier ein bisschen genauer an. Ach, da mein Speicherblock. Siehst du, ich bin doch nicht so dumm. Ist ja vielleicht noch irgendetwas zum... Ich glaube, da drin ist ein Tonikum. Boah, das ist ein Steuerkreuz zu steuern, das ist so abfuck. Sehr schön. Muss ich kurz gucken, wie bin ich? Viel besser. Also, wie viel Munition haben wir derzeit? 195. Ich fick meine fette Mutter, Digga. Wir haben genug Munition für die ganze Armee, Alter. Na gut, Freunde, wir sind jetzt bei 41 Minuten. Ich denke mal, das reicht auf jeden Fall für die erste Folge von Let's Play Silent Hill 1. Ich mache jetzt auf jeden Fall ein kleines Päuschen und ja, wenn euch das Let's Play gefällt, gebt mir doch gerne ein Like. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Part. Bis dahin, haut rein, ich sag noch ein Wort. Peace out.